So, ich würde sagen, wir reden jetzt mal mit allen hier. Hi, was hast du zu sagen, Noah? Du bist ja der Einzige, der die Welt vor einer Katastrophe bewahren kann, was, Kumpel? Gut, dann wird der Neueste nicht allzu schwer. Lass du dich unterkriegen, hast du? Ich war da nicht lange, dass wir fahren los, weil du bereit bist. Bis gleich. Okay, alles klar, Noah. Sehr gut. Na, Stella, was hast du zu sagen? Verflippt nochmal, wer hätte das gedacht? Mann, bin ich aufgeregt, das kann ich nicht mehr glauben. Die ganze Ort, als würde sich alle Welt auf uns verlassen, was? Worauf warten wir noch? An die Arbeit! Ah ja, machen wir. Was ist sozusagen Apus Major? Welche Tragödie, wenn ich nach der nächsten Liebe, dass ich die Göttin Celestria für die Sterblichen opfern würde. Wir hatten gut daran, den großen Welten beim All die 4000 Jahre zu behegen. Celestria ist eine würdige Herrin. Aber jetzt wird das Reich der Sterblichen einmal mehr vom großbritannischen Imperium bedroht. Und nur du kannst sie retten. Begib dich zu Schroffenheim und vernichte dort die Wurzel des allen Übels. Aber was wir jetzt machen, weiß ich ja nicht, weil ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Also, wir können jetzt die Story weitermachen. Die Story ist bald durch. Oder wir machen jetzt ein paar Nebenmissionen. Das wäre wohl das Beste, denke ich mal. Ja. Ja. Bla bla bla. Kannst du jetzt mal losfliegen? Ja, danke schön. Ich möchte zu Schloss Schroffenheim, bitte. Das wird jetzt ziemlich cool auf jeden Fall. Und du hast für uns auch eigentlich mehr der Bösewicht des Spiels revealed. Hat ja lange genug gedauert so. Also, wir haben immer richtig viele böse Dinge verspürt, aber wir wussten halt nicht, wer für diese ganzen Dinge verantwortlich ist. Das ist also das Ding gewesen. Und hier haben wir direkt wieder neue Gegner. Das ist auch ziemlich gut, denn wir müssen es ein bisschen trainieren auf jeden Fall. Denn wir wollen ein paar Zauber haben und all sowas. So. Ich weiß auch gar nicht richtig, wie ich jetzt hier alles weitermachen soll. Also ich bin noch gerade so ein bisschen verwirrt, was wir jetzt nicht machen sollen. Was haben wir ja alles für Mission momentan so offen? Nicht doch, doch Kampfarchiv, genau. Wir könnten aber endlich mal wieder ein paar Grotten machen. Wir haben ja, das wäre eine Idee, weil ich meine, wenn wir jetzt eine Grotte machen, dann wird bestimmt auch endlich mal ein bisschen was soll ich jetzt sagen? Wenn wir jetzt eine Grotte machen, wir haben auch schon eine gemacht, eine Grotte. Und dafür haben wir jetzt die zweite bekommen. Wenn wir jetzt die nächsten Grotten machen, dann wir haben ja auch ein bisschen aufgelevelt, das wollte ich sagen, genau. So, jetzt gucken wir mal, wo die überhaupt ist. Moment. Gepäck, hier ist es. Schatzkarten. Die zweite. Hier. Das ist in der Nähe von diesen Altpier. Ich sehe, was ich sagen, da gehen wir jetzt mal hin. So. Da ist doch ein Inn, oder? Weil ich will mich auch nochmal heilen, weil ich bin nicht voll. Ist hier ein Inn? Hier, ja, da steht innen dran, sehr schön. Sehr schön. Ja, ich möchte mal nachten, bitte. Wir können auch Geld gebrauchen, weil ja, neue Ausrüstungen so. So, dann gehen wir da jetzt mal hin, würde ich sagen. Es ist ein bisschen weiter von hier. Wobei, ich glaube, es wäre besser, wenn wir dort vom Plümling hingehen. Das wird, glaube ich, schneller. Ach, nicht Bühltau, ich habe B gelesen, dachte so, ach, das ist richtig. Und dann ist auf jeden Fall, das ist Bühltau. Ich bin so dumm. Das Plümlingen. Nee, neue Bühltau wäre nicht schneller, weil dann müssen wir auch den Dungeon raus, stimmt. Neue Bühltau wäre nicht. Nein, 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 okay. Jetzt aber. Oh, ich.
Ich dachte, ich wäre weit genug entfernt von diesem Gegner, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Wow, jetzt macht dem Fabi sogar schon Schaden. Wenn das passiert, dann weißt du als Gegner, dass da einiges schief läuft bei dir. Und könnt ihr aufhören, mit mir Schaden zu machen? Ich will keinen Schaden durch euch nehmen. Das ist mega uncool von euch. So, jetzt stirb. Und der komische Wolf da auch, bitte. Dankeschön. Und jetzt gehen wir Richtung Kotter. Ich dachte, ich wäre, weit genug weg gewesen vom Gegner, aber Pustekuchen. Ich war nicht weit genug weg, deswegen bin ich in den Kampf gekommen. Ist hier was? Sieht hier was irgendwie? Glitzert hier was? Nee. Hab ich eingebildet. Ah, doch, hier. Ich wusste, dass hier denn hier was glitzert. Hier, bei diesen Blumenfeldern war auch irgendwo eine Grotte. Das weiß ich noch. Das weiß ich ganz genau. Bei einem von diesen Blumenfeldern war eine Grotte. Ich bin mir relativ sicher, dass es das hier, das hier war. Da bin ich mir relativ sicher. Ach ja. So. Nämlich hier ist die Stelle. Ja, geh weg, du Katze. Geh weg. Ganz schnell weg. Das war gerade mega knapp. Kannst du weggehen, du scheiß Vogel? Dankeschön. Hier ist das. So. Und rein da. Ich bin gespannt, wie die auf... Oh. Das ist interessant. Ich bin auch sehr gespannt, was der Boss sein wird. Ich weiß es nicht. Das sind ja auch immer unterschiedliche Bosse in den einzelnen Dings. Also wir haben jetzt nicht den Hengst der Angst oder so. Wir haben ja einen komplett neuen Boss. Ich bin sehr, Deutsch. Ich bin mal sehr gespannt. Manchmal, also ich kann Deutsch reden, aber manchmal ist irgendein Hänger an meinem Hirn und dann verhaspel ich mich voll. Ich weiß nicht, wodurch das kommt. Ich weiß es einfach nicht. Haben wir schon mal gegen so einen Facebook gekämpft? Ich weiß es nicht mehr. Das ist mega strange. Ich kann immer schön reden und weiß auch, was wieder. Ich weiß, was ich sagen möchte, aber irgendwas hängt da oben und deswegen bringe ich es nicht raus quasi. Das ist einfach so seltsam. Ich weiß halt auch einfach nicht, wodurch das einfach kommt. Ja. Aber dieses Stottern war als Kind noch viel schlimmer, also wo ich noch kleiner war. Da war Stottern viel schlimmer. So. Ja, was bist du? Du leuchtest so neongrün. Was ist los mit dir? Matschmagier. Allein schon dein Name ist seltsam. So. Na, nicht Wirrwarr. Ich will Knack. Nicht, oh Mann, ich bin so dumm. Wieso bin ich so dumm? Das war guter Schaden. Das war äußerst guter Schaden. So. Kann er sich selbst umbringen? Oh, er flieht. Wow. Oh, nice. Ich wollte gerade sagen, dann bekomme ich gar nicht mehr genug Erfahrungspunkte, aber doch bekomme ich, weil Benny hat ein Level erreicht. Oh, Falken gibt, das will ich haben. Falken gibt es ziemlich cool. So, jetzt haben wir Schwert bald beendet. So, Falkenhieb, das ist ziemlich nice, Falkenhieb. Auch ziemlich wichtig. So. Er schlägt da jetzt einmal zu und das ist ziemlich nice. Das kann man gut gebrauchen. Und draußen hat gerade irgendwas geknallt. Ich glaube, da übertreibt es halt Böllern, weil wir haben heute den 29. Das heißt, 2 Tage vor Silvester. Und da meint jemand so ein bisschen zu knallen gerade schon. Das ist doch immer so irgendwie, also fast jedes Jahr bei uns. Das geht mir aber so auf dem Sack, ich weiß nicht, wieso man das macht, ich verstehe es einfach nicht. Wieso man schon so früh mit dem ganzen Burn anfängt und sowas, das ist einfach seltsam und dumm.
So, Knack kostet weniger MP, deswegen nehme ich Knack. Und der ist nicht gestorben, das ist schade. Aber der ist gestorben. Cool, dann kann jetzt Benny den Diener umbringen. Nice. Oder Kev, wie auch immer. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh Gott, meine FPS-Anzahl bricht gerade komplett ein irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber auf jeden Fall passiert das gerade. Es könnte damit zusammenhängen, dass meine Festplatte voll ist. Voll, aha, witzig. Das sollte ich mal beheben, aber ich habe momentan nicht die Mitte dazu, also ich brauche eine externe Festplatte halt. Und die habe ich noch nicht. Och, ich meine, ich wollte nicht mehr kämpfen. Ich habe gehofft, dass ich den Platz von dir entfernt bin, aber nein, war ich nicht. Deswegen musst du jetzt sterben. Du... Ich habe jetzt den Namen vergessen. Irgendwas mit Meshu Goimui oder so, ich weiß es nicht. Gerade kommen 1000 Leute auf Steam online. Zum Glück kann man das nicht sehen. Das wäre sonst ziemlich uncool. Ah, Gott! Das war knapp gerade. So. So eine Konto zwischendurch ist auch mal was Schönes hier. Für die, die wissen wollen, wie die Story weitergeht, das ist vielleicht ein bisschen uncool, wenn ich jetzt hier so mittendrin ist eine Grotte mache, aber ja, was soll's. Muss halt auch immer sein, ich will auch die Grottenfreunde bedienen. Ja. Und die Nebenquestfreunde und so. Ich habe gehört, die soll es auch geben. Ja, ja. Ist zwar eher selten, aber gibt's auch. Ich finde halt einfach schade, dass die Nebenquests in dem Spiel nichts, ah Gott, Besonderes sind. Dass die irgendwie eine krasse Story erzählen oder so, die sind halt da und sind da. Mehr nicht quasi. Ist hier unten noch irgendwas? Nein, nur ein nerviger Gegner. Da ist keine Truhe, oder? Ich sehe es nicht. Ich will das auch nicht hinrennen, wegen dem Gegner. Oh Mann! Jetzt kämpfe ich doch gegen ihn. Und gleich stirbt er hoffentlich. Oh Junge. Bam, bam. Tschüss. So, sehr schön. Wundervoll. Ich soll mal anfangen, die Kämpfe rauszuschneiden. Nein, hier ist nichts toll. Aber ich will halt nicht... Ich habe als Aufnahmeprogramm OBS und da kann ich so schön die Parts genauso Mann! Du hast mich ausgedeckt, du Pisser! Verwerten wir die Sinn, ohne sie irgendwie zu rendern oder so. Ich muss einfach nur die Parts aufnehmen und kann sie dann hochladen, aber... Ja, wenn ich einfach schneiden muss, geht das schlecht, weil ich einfach rausschneiden muss. Und deswegen schneide ich nicht gerne Dragon Quest. In anderen Let's Plays ist mir egal, weil ich dann eh rendern muss, aber in Dragon Quest halt nicht, weil ich dann nicht schneiden muss. Und deswegen kann ich die dann schön hochladen immer und so. First World Problems, ich weiß. Aber gut. Die Kämpfe gehören ja einfach irgendwo dazu, deswegen... Ah, das war eine Truhe. Das hat ja gedauert. Ein Wasabakroschen. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Team hier aus Dragon Quest 3 ist? So ein Nebenbei-Fakt mal hier. Wow, das war gerade ein ziemlicher Frame-Drop gerade. Das ist leider das Dungeon-Theme. Kannst du bitte aufhören, voll zu laggen? Das wäre voll cool, Spiel. Nein. Jetzt. Ah! Na, oh Mann, ich bin so blöd. Oh Mann, wenn es wieder alles laggt, dann ist das mega asynchron und so. Wie das letzte Mal auch schon mal. Ich glaube, ich sollte mal die Aufnahme beenden und ein bisschen meine Festplatte leeren. Das wäre ziemlich gut, denke ich mal. Da muss ich auch doch schneiden. Da kann ich auch Kämpfe rausschneiden, wenn ich den doch schneiden muss. Ich beende mal kurz die Aufnahme und leere meine Festplatte, weil so geht es ja nicht weiter. So, jetzt ist mehr Platz drauf und ich kann weiter aufnehmen, hoffe ich mal. Es laggt jetzt nicht mehr. Oh Junge, ich hoffe mal, jetzt ist nicht alles asynchron oder so.
Also ab jetzt sollte auf jeden Fall nichts mehr asynchron sein, weil ich die Aufnahme gestört habe, aber... Außer es kommt nochmal zu richtig krassen Framedrops, was gerade mit mir passiert. Ach man, das regt mich auf. Ich will halt nicht, dass die Aufnahme synchron werden. Das ist immer schade. Überlegen als nein, sehr schön. Kannst du... Wieso verfolgt der mich? Das ist noch nie passiert, dass der mich verfolgt hat. Geh doch weg, ich hasse euch, Gegner. Ihr seid nervig. Ich nehme Krach, damit die alle einfach sterben. Jetzt können Benny und Kev die beiden töten. Ich bin gerade voll gespannt, was der Boss hier sein wird. Ich versuche mich auch daran zu erinnern, was damals mein... Och Mann! Mein zweiter Boss war. Ich weiß es gar nicht mehr. Also Hengst, die Angst ist immer der erste, aber ab dann variiert es halt, welche Grotte man bekommt. Ich weiß gar nicht mehr, was damals der Boss bei mir war. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich kann mich dunkel daran erinnern, aber ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Also ich weiß, wie der aussah. Oh nein, das war so von mir! Ich weiß, wie der aussah, aber ich weiß nicht mehr, wie er hier ist. Also wenn ich ihn jetzt hier bekommen sollte, dann weiß ich, dann kann ich das sagen. Dann weiß ich über den Namen, aber jetzt gerade fällt es mir nicht ein. Ja. Ist aber ziemlich interessant auf jeden Fall. Das Grottensystem ist echt mega cool. Haben sie ja auch quasi in Dragon Quest 7 wieder eingebaut, aber ein bisschen verändert. Also im Remake. Kannst du nicht abkratzen, Framerate bitte? Das wäre voll cool von dir. Und kannst du nicht auf der Treppe spawnen? Das wäre auch voll cool von dir. Dankeschön. So. Also ich sehe schon, der Part war ein bisschen länger. Oh, jetzt bin ich vorbeigekommen! Das war... Was? Das ist auch so dumm von mir. Aber gut. Ich kann mich... Hat mir wirklich mit Teilscheinritter schon in dem Spiel... Ich meine... Die sind mega schwach, deswegen muss man die schon gehabt haben. Ich weiß noch nicht mehr wo. Also normale Schleimritter hat man definitiv, das weiß ich. Und zwar bei, der das Nerd-Teil war. Metallschleimritter? Wo denn? Ich weiß es nicht mehr. Da ist die Treppe, sehr schön. Geh weg. Ach, jetzt kämpfe ich eh. Ich hätte einfach weiterlaufen sollen. Wieso bin ich so dumm und drücke auf X? Ist doch blöd von mir. Sorry. Oh, wer hat doch nicht alles abgestückt? Scheiße! Hätte jetzt Marvin getroffen, hätte ich beide töten können, aber nein, ich bin der blöde Pisser und wäre alles ab, weil ich hässlich und nervig und dumm bin. Oh, jetzt hat er einen Crit abgewehrt. Was ist sein scheiß Problem? Der Kampf hätte so schön schnell vorbei sein können, aber nö, der Gegner meint halt so nein. Das ist ziemlich uncool von dir, weißt du das? Und ziemlich nervig und dumm. Ich muss noch dort die Dings vervollständigen. Ach, da ist auch noch ein Weg. Super. Ach ja. Hier gibt es wieder allerlei Wege, wie man sehen kann. Ich will einfach nur mit Karte vervollständigen und eventuelle Schätze mitnehmen. Vor allem auf die Schätze habe ich es abgesehen. Da, geh weg. Ba, ba, da, ba, ba. Das Team ist super übrigens. Oh, geh weg. Dann geh ich. Och man, wieso muss an beiden Stellen so sein Spaß sein? Och, na auch man, die gehen mir auf den Sack. Vor allem als die Schwert lösen, die mochte ich nie. Oh, wer doch nicht schon wieder alles ab? Was ist los mit dir? Dankeschön, Fabi! Dem hast du es richtig gezeigt. Dankeschön. Meine Fresse. Und wieso greift jetzt... Bitte Benny als... Och Mann, jetzt stirbt der nicht. Hätte Kev den anderen angegriffen und Benny jetzt den, dann wäre er gestorben. Aber nein, Benny hat das anderen Grund zuerst angegriffen. Wieso auch immer, ist sonst nie so. Aber gut, Spiel, aber gut.
Gerade läuft nichts nach Plan übrigens, nur mal so nebenbei. So, jetzt ein neuer Dings, ein neuer Raum, wo nichts ist. So, und hier kann ich das auch vervollständigen, sehr schön. Dann ist jetzt hier noch ein Weg, den ich so vervollständigen kann. War da unten eine Truhe? Ach, die habe ich aufgemacht. Okay, das ist klar. Ba, ba, da, ba, da, ba, da, ba, so. Ach, der richtige Weg war da drüben, das wusste ich gar nicht mehr. Framerate nicht sterben. Genau wie meine Helden drüber nicht sterben. Es wäre halt mega cool, wenn ich jetzt halt beim Boss ankommen würde. Dann kann ich den Part nicht beenden und wirklich ein bisschen was von der Festplatte löschen. Ich habe gerade nur so ein bisschen was provisorisch irgendwie gelöscht, aber ja, jetzt kann ich halt alles schön freimachen und so. Weil ich halt auch noch das Spiel am Laufen hatte und so, deswegen. So. Dann, also, aber ich glaube schon, dass jetzt der Boss kommt. Wobei, es ist nämlich Stufe 5. Jetzt bin ich gespannt, was es für einer ist. Nein, der war definitiv nicht mein zweiter. Und der ist, glaube ich, mega schwer. Egal, wir sehen uns im nächsten Part von Dragon Quest 9 wieder. Bis dann, ciao, everyone, tschüss.